Moin, hallo und kommt zurück zu The Room. Ich muss mal gucken, was wir hier noch machen können. Wir hatten das ja noch eingesetzt hier, das Teil. Und wo ging das denn lang? Hier ging das lang. Hier. Hier konnten wir noch gucken. Was hat man denn da noch? Konnten wir hier noch was machen? Ne, da konnte man nichts mehr machen. Okay. Das heißt, wir müssten mal wieder hier gucken. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Sieht nicht so aus. Ist hier noch irgendwas? Das hat man schon gemacht. Wir müssen die Lichter hier, glaube ich, noch einschalten, ne? Damit es hier weitergeht. Das war das Bild. Ist nämlich wieder eine neue Aufnahmesession sozusagen. Muss mal gucken, was wir hier noch machen können. Bis hierhin ging das. Da ist noch ein Knopf. Das war kein Knopf. Ein viereckiges Loch, in das etwas viereckiges eingefügt werden muss. Okay, was haben wir hier? Knopf. Jetzt haben wir irgendwie Zeit, die abläuft. Okay. Es läuft irgendwas ab jetzt hier. Okay. Wo haben wir denn? Das war aber knapp. Ein Messingschlüssel mit mehreren Klappteilen. Das kennen wir doch. Das ist ja ein Zeitlimit hier. Nice. Okay, hier haben wir was. Da können wir den benutzen. Passt so nicht. Okay. Du gehst dahin? Nee. Wo gehst du denn hin? Du gehst. Nee, das passt ja alles nicht. Was? Der geht dahin. Der geht hier. Nee, da auch nicht. Sind das hier? Wie viele Schlüssel sind denn hier? Du gehst dahin. Der ist falsch rum, der Schlüssel. Oder wir drehen so um. Gucken wir mal. Der könnte gehen. Okay, so geht's. Können wir den jetzt hier reinsetzen? Ist der Schlüssel auseinandergegangen? Noch ein kleiner Reflektor, okay. Gucken wir mal, dann kommt der bestimmt hier drüben rein. Dann geht auf der anderen Seite das Licht an. Okay, und was ist das? Ein bisschen ruhiger. Hier kann man irgendwas schieben, aber ich weiß nicht genau was. Was das bringt, weiß ich auch noch nicht genau, ne? Das macht Geräusche. Aber man kann hier nichts. Moment. So, jetzt muss ich Seiten, okay. Das heißt, wir kommen hier noch nicht weit. Da geht noch was. Okay, hier ist noch was. Sternförmiges Kartenstück, vermutlich Tibet. Hier vielleicht? Ne, das ist sternförmig, ist es nicht. Sternförmig. Hier irgendwo da. Ist das sternförmig? Ne, das zählt nicht. Das ist eine Kachel. Sternförmig, vermutlich Tibet? Wie jetzt? Aber das passt hier nicht rein. Das ist ja nicht Tibet hier.
Das hatten wir schon. Was damit ist, weiß ich auch noch nicht genau. Ich höre hier immer irgendwas. Irgendwas flüstern, aber ich glaube, das ist nichts für Dingens. Doch, das ist ein Stück Karte. Dann muss das auf dem Globus hingehören. Können wir den Globus drehen? Können wir. Alles klar. Okay, wir müssen die Dinge finden, dann hier reinsetzen, damit sich das öffnet. Okay. War da noch irgendwas, was wir gucken konnten? Nee, ne? Nee. Okay. Wir wissen hier auf jeden Fall. Aha, da können wir was sehen. Damit können wir doch was anfangen. Das war das, was wir gehört hatten. Das passt nicht ganz. Müssen wir die Dinger anleuchten? Oh, das wird aber spaßig. Das geht nach oben. Das geht nach da. Da ist noch so ein Ding. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob wir die Dinger alle zum Leuchten bringen müssen. Boah, das wird aber ein bisschen hart dann. Wir kommen dahin. Dann kommen wir dahin. Wenn wir hier hingehen, gehen wir nach da. Wir können nur hier lang, wir müssen dahin. Das wird aber spaßig. Wie soll man denn hinkommen? Wir müssen dahin kommen. Warte mal, das aus kurz. Der kann nicht bewegt werden. Der sitzt fest. Wir müssen, glaube ich, dahin kommen. Das passt nicht. Oh wow, okay. Jetzt kommen wir dahin. Ach krass. Okay, nice. Cool. Das können wir mitnehmen. Mit habe ich gefunden. Südamerika. Südamerika. Wo ist denn Südamerika? Hier. Da. Jetzt haben wir zwei Dinger gemacht. Jetzt haben wir hier oben. Tatsächlich die Sterne. Warum ist das Ding hier noch offen, würde mich mal interessieren. Wir können auch nichts mehr machen. Da können wir nichts machen. Wir müssen eigentlich unten noch was machen, aber die Frage ist, was? Da ist nur noch der eine jetzt, der fehlt. Ne, zwei fehlen hier noch. Gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Das ist zugegangen. Hier kann ich jetzt aber auch nichts erkennen gerade, ne, was hier aktiv sein soll. Da kann man reingucken. Hier nicht so. Okay. Das muss irgendwas mit den Sternen zu tun haben. Würde ich jetzt pauschal behaupten. Hier
Hier ist nichts zu sehen. Das Ding fehlt noch. Da ist die Lampe. Wir können ja nicht rausscrollen, ne? Können wir hier irgendwas gucken? Nee, ne? Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen überfragt. Wir haben jetzt hier oben das aktiviert. Moment, die Lampe ist ausgegangen, weil wir das aktiviert haben jetzt hier, ne? Die Frage ist jetzt natürlich, was hat das auf sich hier? Was hat das auf sich? Ich muss hier noch was machen? Hier weiß ich gar nicht. Oh, das können wir aktivieren, okay. Frage ist, was wollen wir denn aktivieren? Ich kann mir nämlich die Sterne nicht angucken. Zumindest oben nicht. Ist hier irgendwas im Bild eingezeichnet? Da ist ein Stern. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen überfragt. Man hat mal so einen Schub, dann geht es wieder und dann ist wieder ein bisschen mau. Ich muss jetzt mal die auf der Seite, auf mich auf der Seitenkiste. Okay. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Das war das, wo wir es eingeschoben haben. Können wir nochmal das anmachen? Hier müssten wir weiter, aber ich weiß nicht genau wie. Da konnten wir nichts mehr drücken. Da fehlt eine Kachel. Da ist auch nichts mehr drin. Da fehlt noch eine Kachel und hier können wir noch was drücken. Ich weiß noch nicht genau was. Hatten wir noch irgendwas hier? Sigil war das. Da war aber nichts anderes, ne? Das hat er mich wieder rausgeschmissen. Da war nichts mehr, ne? Nee. Okay, das hilft mir nicht weiter, dann. Warum sieht das anders aus da an der Stelle? Müssen wir irgendwelche Sternenbilder aktivieren hier? Okay, fünf? Ne, sechs Stück. Okay, das heißt, wir müssen hier ein Sternenbild machen. Ein Sternenbild. 4x4 haben wir jetzt zur Verfügung. Ist denn hier ein Sternenbild was Einfaches? Und was wir sehen können? Ne, nicht wirklich, ne? Sternenbilder. Wir haben nicht so viele Sternenbilder hier, muss ich zugeben. Zumindest nicht viele, die man erkennen kann hier. Ich weiß leider nicht genau. Das Ding ist angegangen, aber da sind überall Sterne. Ich weiß leider nicht, wo die hingehören. Da sind überall Sterne, ne? Der liegt zum Beispiel da drauf. Der nicht. Der auch nicht. Da ist noch einer. Das kommt auf die Sichtweise an, okay. Die liegen also nicht irgendwie speziell. Ich dachte schon, dass die irgendwie speziell liegen. Aber es hat irgendwas mit den Sternen auf sich hier. Sternförmige Aussparung. Können wir hier irgendwas erkennen? Ne, wir können gar nichts erkennen mit dem Ding, ne? Ich
Ich glaube, wir können da mal ein bisschen was gucken bei den Sternen, aber nope. Hier können wir was sehen, aber das ist schief hier. Aber wir dürfen ja hier oben noch nichts machen, leider. Das heißt, wir müssen irgendwas hier unten machen. Die Frage ist, was das hier müsste noch geöffnet werden. Das müsste noch gemacht werden, dann wären wir durch. Sind hier die Sterne auch noch da? Da ist nichts, ne, da ist nichts. Das weiß ich nicht. Ach, das sind die, die wir zuletzt gedrückt haben. Jetzt leuchten nämlich alle, alles klar. Ich bin mir nicht sicher jetzt hier. Irgendwas hat es auf jeden Fall mit den Sternen auf sich. Die Frage ist, was... Ist hier irgendwas Interessantes? Ne, eigentlich auch nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ist das Australien hier vielleicht, da unten? Ne, das muss was anderes sein. Wo sind wir denn hier? Kann ich gar nicht richtig erkennen. Das müsste... Das ist Südamerika hier, ne? Ne, das ist Amerika... Ja, Südamerika, oder? Was ist denn hier? Hawaii? Nein, oder? Weiß ich nicht. Das ist Afrika hier, würde ich pauschal behaupten, die Ecke. Oder? Ja, doch, eigentlich noch die Ecke hier. Es geht aber auch schon hier rüber. In die anderen Staaten. Ich habe keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Da sind nämlich ganz viele Inseln hier. Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe schon ewig nicht mehr auf den Globus geguckt, muss ich zugeben. Normalerweise müsste ich ein paar Sachen da wissen. Aber wenn man es nicht braucht, geht es irgendwann in den Hintergrund. Man kann es zwar wieder ausgraben, aber man muss schauen, wie. Da konnte ich nichts machen. Tja, jetzt habe ich gerade wieder einen Hänger hier. Wir haben Sterne, aber wir haben... Irgendwie... Wir müssen hier unten was lösen. Da sind Sterne. Da sind auch Sterne. Die Frage ist, was wollen wir die Sterne sagen, um die Sterne dazu bearbeiten, oder? Ich kann mir hier nichts angucken, sternemäßig. Ich weiß nicht genau. Börse. Steht hier überall, ne? Ja. Moment, da sind Zahlen. Irgendwie sind das Koordinaten oder beziehungsweise Breitengrade? Bin mir jetzt nicht sicher hier. Ich kann dabei im Hintergrund nichts machen, ne? Ich hoffe, dass jemand da was auslesen kann. Da ist die 30. 35. 45. Ne, das bringt mich nicht weiter. Was haben wir denn hier noch? Ich habe gerade echt einen Hänger schon wieder hier. Da konnte man nichts machen. Das ist nur so ein Kästchen, ne? Hier müsste man noch irgendwas machen, aber da geht leider nichts. Wir brauchen das Teil. Es muss irgendwas hier mit auf sich haben, glaube ich. 4x4 Sterne. Ich kann hier aber nichts klicken, ne? Ich kann hier gucken, aber ich kann nichts... Ne. Ich muss mich erstmal auf die Seiten der Kiste konzentrieren. Okay. Ich darf nicht. Wir müssen hier unten irgendwas machen. Die Sterne, würde ich sagen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das machen soll. Ich habe irgendwie gerade keinen Hinweis oder keine Idee, wo ich das gebrauchen kann. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Wo kriege ich diese Informationen her? Die muss es doch irgendwo geben. Der Himmel ist aufgegangen hier und ich habe keine Ahnung... Wo das sein kann.
versuche gerade die Sternbilder mir anzugucken hier. Aber welches Sternbild wäre denn wichtig? Die pulsieren alle, ne? Ja. Das Problem, was ich habe, ist, die sehen alle für mich so aus, als könnte man die da nicht eintragen. Ich kann auch nie heranzoomen oder sowas, geht nicht, ne? Hier kann ich ranzoomen, aber das hilft mir nicht weiter. Ich muss erstmal die Seiten der Kiste, okay. Ich komme nicht um die Seiten rumherum. Wir müssen, glaube ich, das Sternending machen, aber wir haben 16 mal 16. Da sind unglaublich viele Kombinationen hier. Ich weiß nicht, welche Kombination man hier drücken soll und warum. Da fehlt mir gerade die Information. Vielleicht habt ihr das schon rausgefunden. Ich weiß es nicht genau. Man kann die Sterne halt sehen, aber hm. Machen wir nochmal Dings an hier. Vielleicht können wir auch Dinge nicht sehen, die wir wieder nicht geguckt haben hier. Da ist nichts zu sehen. Ich frage mich auch immer, warum ich sowas abends mache. Das ist immer voll spät hier. Da habe ich schon ein bisschen Brain AFK teilweise. Da kommt hier doch nur Mist bei rum. Was ich mich frage ist, warum ist das Ding hier offen noch? Das würde mich interessieren. Es muss das hier sein. Okay, man kann auch nichts anderes sehen. Ich drücke auf, dass irgendwie diese Farbe sich ändert oder so. Nee. Da ist nichts. Huch. Ja, wir haben Sternbilder. Das ist schön und gut. Aber ich weiß leider nicht genau, wie wir das machen können. Das ist das erste Ding, wo ich echt nicht weiter weiß hier. Da ist auch nichts da unten, ne? Nee. Weil hier konnten wir es aus dem Fußboden rausholen. Was ist damit eigentlich? Warum können wir uns das angucken hier? Ich glaube, da kommt was raus, wenn wir das lösen, ne? Das könnte vielleicht sein. Ja, Brute-Force ich das? Aber das wird ja ewig dauern, das zu Brute-Forcen. Es hat auf jeden Fall mit den Sternen zu tun. Ich weiß nur nicht genau. Hier kann ich auch nichts nachgucken, ne? Ist hier noch irgendwas, was wir noch dingsen konnten? Ne, eigentlich nicht, ne? Das war schon fertig. Das war fertig mit dem Bild. Das war fertig. Das war auch fertig. Hier konnte man auch nichts mehr machen, ne? Ne. Da konnte man nichts mehr machen. Das ist das Einzige, was wir noch hatten, aber ich habe nichts im Inventar. Das mit den Sternen, das hat auf jeden Fall was mit den Sternen zu tun, aber ich raff nicht ganz was. Da müsste ich nochmal rumtüfteln. Was haben wir denn hier oben? Das kann man drehen auf jeden Fall noch. Da kommen noch Dinger raus. Das ist auch zum Drehen hier, aber das dürfen wir alles noch gar nicht. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier machen sollen. Die haben sich gedreht. Aber das hilft uns ja nicht weiter hier.
sieht aus wie Äquatorlinie, ne? Das könnte auch die Mondlaufbahn sein, eventuell. Ich bin mir nicht sicher. Ne, das ist der Äquator. Das müssten Dinge sein, dann. Bin mir nicht sicher. Weil das hier so im Bogen geht, ne? Das geht hier so rauf und hier wieder runter. Das müssten Breitengrade sein, dann. Aber andererseits, die gehen doch eigentlich von oben nach unten, oder nicht? Oder gehen die auch so schräg? Das sieht für mich eher wie eine Umlaufbahn aus für irgendwas. Tja. Kann ich hier aus dem aus der Tischumgebung noch was erkennen? Nee, ne? Tja, ich weiß noch nicht genau, was wir hier machen sollen. Das lief so gut an und jetzt ist tote Hose. Tja, was mache ich denn da? Die Kachel brauchen wir noch, aber die weiß ich nicht, wo ich wieder herkriege. Sternförmige Aussparung. Das müssen wir noch machen. Tja, und hier müssen wir die Dinger einsetzen halt, ne? Sonst geht's nicht. Da war sonst nichts mehr, ne? Ne, das war schon offen. Wir müssen hier was machen. Ich weiß nur nicht genau, was wir hier machen müssen. Wir müssen Sternenkonstellationen, glaube ich, hier machen. Aber welche? Können wir überhaupt welche machen? Was haben wir denn hier für eine Sternenkonstellation? Kann man die wieder in einem besonderen Winkel gucken? Nee, ne? Der leuchtet extrem, der leuchtet extrem. Ich weiß aber nicht, in welchem Abstand. Der da oben, dann da unten, dann da oben. Wie soll man das denn in den Dingens packen? Zweite Reihe, erste Reihe, erste Reihe. Vierte, fünfte Reihe. So. Passt auch nicht. Okay, hier weiß ich jetzt echt nicht weiter. Ich glaube, da muss ich mir echt einen Tipp holen jetzt, wa? Ich hatte gehofft, dass ich das ohne Tipp hinkriege, aber irgendwie hänge ich hier gerade an der Stelle. Hier wird zum Glück die Tipps angelassen. Ist hier noch irgendwas, was ich aktivieren kann, was ich drücken kann? Nee, ne? Hier ist noch Sigil immer noch, ne? Ja. Nee, das ist es nicht. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss ja an der Seite was machen und ohne Dingens kann ich es nicht. Zwei Dinger sind hier noch übrig. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Nee. Die Kachel ist immer noch da. Und hier fehlt immer noch das Teil. Das können wir nicht anklicken. Irgendwas hier noch, was wir noch übersehen haben, vielleicht hier in einem Pfosten oder so? Nee, ne. Boah, ich weiß es jetzt gerade nicht. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, aber ich leider noch nicht. Ich weiß nicht genau, wo ich hier gucken kann, beziehungsweise sollte. Das hat aber nichts mit den Lichtern zu tun, oder? Die sind auf gleicher Höhe. Umgekehrt auch, ne? Ne, die sind auf einer anderen Höhe. Die haben unterschiedliche Höhen hier, die Dinger, aber.
Das passt auch nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Das war jetzt ein bisschen doof. Das war jetzt eine... Wie soll man sagen? Eine Ratlos-Episode, hätte ich jetzt beinahe gesagt hier. Ich muss mal schauen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Mal gucken. Oder nochmal ja, die Umgebung umschauen. Vielleicht finde ich da noch irgendwas Verstecktes, was ich nicht gesehen habe. Aus meiner Blickwinkel oder so. Ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich tüftel noch ein bisschen und ansonsten muss ich den Tipp nehmen. Da muss ich mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.